Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII, dem Remake. Wir sind in der letzten Folge einmal quer durch den Reaktor gelaufen, haben hier und da einige Viechers besiegt. Doch jetzt kommt die erste wirklich große Challenge. Wir wollen die Bombe platzieren. Aber was dann passiert, das ist die Challenge. Nicht die Bombe platzieren. Die ist einfach. Obwohl, ich muss mich entscheiden. Und die Entscheidung ist auch nicht groß. Viel Spaß. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Was ist? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Sephiroth, dreißig. Hast wohl kalte Füße. Nee, ich schau mich gerne um, es tut mir leid. Hast du uns in der Falle gelockt? Oder war es das Viech? Also das Viech war auch schon krass, ja. Aber ging eigentlich. Das andere war... Ach, das war, glaube ich, auch so ein Ding. Nur in einem Fahrstuhl. Maschinen sind auch starke Panzer, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmagie. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Schießt du jetzt oder schießt du nicht? Oh Gott! Raketen! Ah! Das Ding bleibt nichts so beeindruckt. Du sollst ja auch Magie benutzen. Ja, Magie geht nicht. Nicht getraut. Überlass das Denken mal mir und kämpf lieber. Ich frage mich, ob er anfälliger ist, wenn man ihn da angreift. Ja, für mich natürlich. Ich glaube, ich werde anvisiert. Scheiße. So, jetzt habe ich erstmal zwei voll. Dann kriegst du einen Impuls. Timing. Ach du, ja, ist gut. Ich hab's verstanden, du bist stark. Verlorene TP-Trefferpunkte kannst du mit Gegenständen wie Heiltränke oder Magie wie Vita regenerieren. Sinken die TP aller Gruppenmitglieder auf Null, heißt es Game Over. Ist doch gut. Ach, nicht gut. Ja, hab ich doch gesagt. Aber wieso kann ich keinen Heiltrank benutzen? Jetzt liegt es an dir. Wurde schon angedeutet. So, erstmal Cloud voll heilen. Was? Einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können oder ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Mitglied der Gruppe wechseln, wenn du weiterhin angreifen möchtest. Das habe ich schon. Oh, ich hab's mir gegeben. Scheiße. Ah, jetzt kann ich keinen Heiltrank mehr geben. Cooldown, Baby. Cooldown. Oh, scheiße. Er ist kampfunfähig. Houston, wir haben ein Problem. Alles okay? Soll ich das etwa alleine stemmen? Au! Ist sie jetzt langsam gut? Heiltrank für Cloud. Hey. Das ist scheiß Cooldown. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Er ist schockanfällig. Zeit für Magie. Warum nicht? Kostet das ein ATB? Kann das sein? Das kostet ein ATB. Ach, du ahnst es nicht. Okay, kein Problem. Magie. Blitz.
Ja, yeah, blitz dich mal selber. Was? Achso, Blitz habe ich doch gesagt. Das war etwas kitzeln. Wer hätte das gedacht? Ja, das ich wechsel jetzt wieder. Du kriegst das hin, Barrett, ne? Ich vertraue dir. Ja, Alter. Man kann dem Kampf nicht wirklich ausweichen. Oh mein Gott. Lass ihn runter! Ich gebe doch schon mein Bestes. Aber ich komme hier nicht wirklich klar gerade mit der Steuerung. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Oh Gott, nein, weg! Oh. Alles klar. Na gut, bei dem muss ich eigentlich nicht verteidigen, ne? Aber ich bin verdammt langsam auf die Seite. Okay. Alter, geh doch aus deiner Offensivhaltung raus! Er geht aus seiner Offensivhaltung nicht raus! Geht doch! Okay, Heilung für Barrett. Du machst das schon! Okay. Was ist denn los? Was macht der denn? Was ist denn das schon wieder? Ich weiß es nicht. Seit wann setzen die denn sowas ein? Wohl bei Soldaten. Was ist besser? Dann bitte nur zu. Wie kommen wir da jetzt durch? Oh, Scheiße. Ich zähl auf dich. Jetzt lass ich's mal richtig krachen. Pass nur auf, dass die nicht zu nahe kommen. Reduziert. Ich weiß nicht, so, ich versuche einfach mal einen Schockschuss. Ach komm! Ja, er hat ihn losgelassen, nice. Das heißt, wenn wir eine Fähigkeit gegen ihn einsetzen, dann lässt er nach. Okay, Zeit mal wieder für ein bisschen Heilung. Okay, Magie, nein, Gegenstände. Ja, 200 Schaden ist jetzt auch nicht der Hammer. Elendes Mistvieh. Okay, er sieht mich wieder an. Du machst das schon. Weich dem einfach aus. Ja, ich greife ihn doch schon die ganze Zeit von hinten an. Das ist wenn die Taktik Nummer Uno bei Maschinen. Die sind zu blöd, um sich umzudrehen. Oh, nein, nein, nein. Das war uncool, ey. Nein, weg, 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 weg. Oh. Wer denkt sich sowas denn aus? Jeder hat eine Schwäche. Au, 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 au. Mister, ich spiele unfair. Ah, ich heile mich lieber so. Das ist ein bisschen angenehmer im Kampf. Kein Problem. Jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lädt sich dein Limit-Balken auf. Bei einer vollen Limit-Leiste wechselst du in einen Limit-Rausch und kannst über das Kommandomenü eine mächtige Fähigkeit namens Limit ausführen. Limits verbrauchen keine ATB. Ach, bin ich jetzt so? Ach, mein Limit ist voll! Aber ich warte. Soll ich warten, bis er erstmal geschockt ist? Ich glaube schon, ne? Ah, ich bin doch ausgewichen, Junge. Hier. Nee, Feuer. Ach, das ist Feuer, ne? Ja, machen wir mal ein bisschen Blitz auf den Jungen. Jetzt verdient. Eine neue Barriere. Ach komm. Was sagt denn, Mist. Hier kommt Barrett. Ja, okay, jetzt mein Limit einzusetzen wäre auch ziemlich blöd. Okay, wie wär's mit dem Schockschuss? Hey. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Ich hab's einfach unterbunden. Okay, sein Schutz muss langsam weg sein. Oh, Cloud, Mann!
Ah, verdammt, ey. Es lädt nach! Es lädt nach, Mathe! Ich bin jetzt hier! Oh, verdammt. Oh. Verdammt, ich war zu lang. Alles andere hätte mich auch gewundert. Es war so knapp, Mann. Okay, wechseln. Okay, dann wollen wir mal. Scheiße. Gern auch ohne. Ich würde gerne ganz kurz Heilung auf Cloud machen. Alles im Griff. Ah, ich hätte seine Fähigkeit nutzen können, oder? Ah, wahrscheinlich schon. Egal. Oh gut. Dann. Ich will mein Limit aus. Okay. So, wir machen das so. Ich brauche eine Heilung. Mach ich jetzt kaputt, Mann! Das war's dann. Es war, wäre zwar viel besser gewesen, wenn er geschockt wäre, aber naja. Oh. Der Typ macht mich fertig. Warum jagst du jetzt dein eigenes Gebäude in die Luft? Bist du behindert? Er greift mit seinem Laser an. Nimm dich in Acht. Geht das auch ein bisschen konkreter? Geh hinter irgendwas in Deckung. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen. Ey, chill mal hier, ne? Oh! Shit. So, Gegenstände, Heilung, Laut. Ich verbrauche hier echt alles. Das ist doch nicht, das ist doch nicht sein scheiß Ernst, ey. Ich sollte meine Wunden besser schnell behandeln. So, Gegenstände, Heilung, Laut. Du visierst mich jetzt aber nicht wieder an, oder? Aber Hälfte an dem haben wir schon weg. Nein, weg, weg, weg. Oh, was für eine Reichweite hat denn das? Oh. Okay. Oh. Hier kriegst du einen Impuls, mein Junge. So, Barrett. Machen wir hier ein bisschen Blitz. Wow, 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 was ist, was war das denn jetzt? Was hat so ein schweres Geschütz in dem Reaktor verbaut? Auf sich selber wird er wahrscheinlich nicht schießen. Nimm ich mal an. Genug. Er greift wieder mit dem Laser an. Wenn er ist blind. Dann bring dich in Sicherheit. So. Das machen wir am besten, wenn er sich irgendwo ranhängt oder so, ne? Machen wir nochmal einen Blitz. Jetzt ist er verwundbar. Zum Angriff. Okay, noch ein. Ah, ich muss weg. Oh. Ich kann nicht so schnell weg. Was für eine unfaire Scheiße. Das war close. Dem kann man auch nicht ausweichen. Das ist so eine Scheiße. Machst du jetzt schon wieder den Laser? Klar. Kann ich hier einfach einen Schockschuss machen? Okay, nö. War das armselig. Er ist schockanfällig. Barrett, mach einen verdammten Blitz. Verdammte. Ich will doch nicht ins Menü. Ah, ich habe zu viel Dark Souls gespielt, ey. Oh, das war die falsche Fähigkeit. Kacke. Wuhuhu. Okay, ich habe keinen ATB mehr übrig. Was jetzt? Er rastet komplett aus. Er repariert sich, er hat das ganze Gebäude hier fast zerstört. Scheiße, ich muss eine Heilung einsetzen.
Ich habe gleich keine Heilung mehr, wenn es so weitergeht. Hör auf, dich zu reparieren. Was? Achso, ich mache die Beine einzeln kaputt. Au! Ja, ich will das Bein hier wieder anvisieren. Genau. Bitte einmal fokussen, bitte. Ah. Ich habe zu viel Dark Souls gespielt. Das ist echt unglaublich. Schluss mit Lustig. Er ist geschwächt. Jetzt oder nie. Ab auf den Schussplatz damit. Okay, Barrett. Schockschuss. Er auf den Typen. Der ist geschockt. Jetzt gib ihm richtig. Gib mir richtig. Mach ihn kaputt, Mann. Zack. Und ich nehme dir noch dazu. Na. Oh. 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 Alter. Oh. Der Kampf allein hat schon eine halbe Stunde gedauert, glaube ich. Was ist nur los? Okay, er hat den Reaktor kaputt gemacht. War also eigentlich scheißegal, wie viel Zeit wir eingestellt haben, oder? Oh ne, anscheinend nicht. In 30 Minuten. Ah, okay. Und du hast gesagt, 30 Minuten wären zu viel. Pff, ich glaube, die Zeit brauchen wir jetzt. Ha, geht doch. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. Ich hab's geschafft. Alter. Junge. Oh, war das ein cooler Fight. Normalerweise hatte man immer 20 Minuten früher. Deswegen habe ich einfach mal auf 30 gestellt. Weil ich dachte, hey, es wäre auch mal cool, wenn ich mich umsehen könnte dabei. 30 Minuten ist eine Menge Zeit. Na, guck mal, die stehen hier wieder. Die sind neu gespawnt. Nice, nehme ich natürlich mit. Seht ihr ja schon, haben sich die 30 Minuten gelohnt. Und vielleicht sollte ich mich schnell bewegen. Ich meine, wir sind hier gerade auf der Flucht. Ach, das noch. Ach, Barrett ist schon weg, ja? Coole Sache. Mit dir und nicht weiter. Schön. Weiter geht's. Ah, ich erinnere mich an den Anstieg. Das war so schön damals. Aber ich hätte schwören können, dass der Kampf auf einer Brücke war. Irgendwie war mir so. Jesse! Jetzt muss ich die auch noch retten. Wo ist sie? Ist sie da? Ist das die richtige Seite oder ist sie... Nee, okay. Wir müssen hier nach links. Bist du okay? Wonach sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Passt was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Noch. Hier geht's zum Ausgang. Ah, jetzt kannst du das plötzlich, ja? Boah, ich mich beschwert, dass das nicht konnte. Hier war nicht mal was drin. Ach so, Heilung. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Oh, eine Truhe. Worauf wartest du denn, Cloud? Mach hin. Ich hab Zeit. Ich hab 10 Minuten länger. Außerdem bleibt die Zeit stehen, wenn ich die Truhe öffne, was auch faszinierend ist. Ich meine, man hat eigentlich locker diese 30 Minuten. Wie viel hatte ich noch übrig immer? 8, glaube ich. 8 Minuten hatte ich noch übrig, als ich zurück war. Beeil dich, schneller! Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch, was du willst. Na, guck mal, das ist Barrett. Ich hoffe, du hast ein paar Items gelootet. Guck mal, da stehen noch Kisten! Ich hole sie mir. Die Kisten hole ich mir. Schon mal vor, Jesse. Die Tür ist jetzt wichtiger. Aber... Mach dir um mich keine Sorgen. Hab ja Soldat Geleitschutz. Ex-Soldat. Da sind sie. Setz dich. So, dann machen wir euch mal kaputt. Putt hier. Das ist der Numero Uno.
Da ist Nummer 2 so. Scheiße, es ist aus. Bist du geblendet oder so, Barrett? Und da lebt noch so ein Viech. Komm her! Seid ihr so schnell? Ja, dann warten auf uns. Oh, ich liebe es. Etwas beeilen. Ja, ja, ja. Ich muss hier na, ganz kurz, ne? Ich bin gleich wieder da. Ich beeile mich. Es ist wirklich wichtig für unser Leben. Da könnte ein Heiltrank drin sein. Du brauchst nicht mitkommen. Ach, jetzt kommt er mit. Ha! Wir haben uns geheilt. Das ist toll. Das hat sich gelohnt. Gehen wir wieder hoch. Ich glaube, weil wir sie schon mal kaputt gemacht haben, ist da nur diese Heilung drin. Kann das sein? Kann es das sein, dass da nur einmal Heilung drin ist? Items drin sind? Gut möglich. Na gut. 27 Minuten. Easy, locker. Wir können gleich sogar noch einen Kaffee trinken. So sieht's aus. Ah, die Tür ist sogar offen. Ist hier noch ein? Ja. Schick ihn halt wieder schlafen. Mach mal ein paar Blitze. Achso, war's noch nicht. Ich komm hier nicht weg. Ich kann auch nicht springen. Ist das ätzend. Ah, bin ausgewichen, indem ich eine Fähigkeit gemacht habe. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre ein Laser gewesen. So, Barrett, mach mal einen Blitz rein, ja? Dankeschön. Das wäre sehr nett von dir. So, und jetzt kriegst du mal richtig aufs Maul. Ups, das war unnötig. Das war's dann. Ach scheiße, er hat's überlebt. Das war nicht gut. Also ich fand den ersten Kampf gegen ihn schwerer. Aber hier mittlerweile kennt man ihn ja schon. Komm, Schockangriff lohnt sich gar nicht mehr für ihn. So, easy. Stimmt, in den Kämpfen ging die Zeit damals auch weiter. Das war so der größte Zeitfresser überhaupt. Damals war das ja auch so, dass die Gegner nicht überall rumstanden und du hast sie gesehen. Nein, es waren wirklich random Begegnungen, Zufallsbegegnungen. Außer natürlich bei diesen kleinen Minibossen. Die kamen einfach so. Yay, Kisten kaputt machen. Heilung. So, die Kiste ist nicht neu befüllt worden, schade. Die Laser scheinen mittlerweile ausgemacht worden zu sein. Hey, ich spüre Gegner. Lol, ich fliege. Wie auch immer ich das gemacht habe. Komm schon, Barrett. Ich weiß, du kommst nicht mal wirklich klar. Das Einzige, was Barrett halt hat, ist seine Knarre. Und die ist auch noch an seinem Arm festgewachsen. Also, ist schon ein bisschen, nicht wirklich nützlich. Ich meine, klar, man kann ihm eine andere Waffe geben, dann steckt er sie sich halt vorne rauf, aber... Ach so, von hier kommen wir. Ist halt irgendwo schon ein bisschen unpraktisch, ja? Aber zumindest kann er sie nachts pflegen und... Keine Ahnung, in Öl einlegen, was man halt so macht. Damit die Waffe funktioniert. Ich kenne mich mit Waffen nicht aus. Aber irgendwie ein Laser gehört oder so. Ach nee, das ist Luft. Oh! Was bist du denn? Ich bin ein Rekrut bei der ersten Übung. Kombattant? Was zur Hölle ist ein Kombattant? Ah, du hast natürlich kein BT. Mann! Hier weicht einfach raus! BTF! Darf jetzt nicht schlafen. Oh, ich hab nicht wirklich viel Leben. Das hab ich unterschätzt. Reiß dich gefälligst am Riemen. Wie viel Leben hat er mir denn abgezogen? Nö, ich sehe das jetzt nicht, einen Heiltrank zu nehmen. Wird schon irgendwie klappen. Okay, ich nehme Heiltrank. Ich nehm's zurück. Oh, scheiße, es geht nicht. Oh, ich brauche eine ATB. Oh, ein bisschen ATB. Nein! Ah, Hilfe! Muss das
beenden. Okay. Oh, mal kurz einen Heiltrank für mich. Dann nimm doch deinen fucking Heiltrank! Oh. Phönixfedern sind rar. Ja, also. Ich würde aufpassen. Ach, sie gehen wieder hoch. Sie haben Angst vor unten? Keine Ahnung, die Höhenangst haben. Natürlich. Die sind. Ja, ist okay, lasst mich doch mal in Ruhe. Darf jetzt nicht schlapp machen. Warum ist da oben auch noch so ein scheiß Geschütz, ne? Wuhu! Ja, ist doch gut. Lasst mich in Ruhe. Alter, ist das dein Ernst? Seid ihr nervig? Oh. Okay. Ich komme gar nicht dazu, mich zu heilen. Okay, pass auf. Barrett. Lass mal Cloud das da oben machen. Wir müssen erstmal die hier runternehmen. Au, ist ja gut. Ist doch gut. Wir haben es alle verstanden. So, jetzt muss ich mir ganz kurz Cloud nochmal heilen. Der kommt damit eher zurecht als ich. Jetzt hört auf, mich anzuvisieren. Komm, 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 komm. So, da ist aber bestimmt auch irgendwo ein Laser, oder? Oder seid ihr zu zweit? Okay, Barrett. So, komm. Lass mich mal. Da guckst du, wa? Jetzt kommt hier die Offensive! Jetzt gebe ich dir auch nochmal die Offensive. Scheiß Wiesen, Drecksviecher! Habt ihr mich genervt? Ja, Barrett! Ja, genau so sehe ich das! Genau so sehe ich das. So soll es sein. Ach, echt? Und die schauen einfach nur zu. Die Bombe hat einfach mal nichts gebracht. Sie mussten sie selber zerstören. Jetzt mach schon, mach schon, mach schon! Ich muss mich umsehen, sorry. Ist ganz wichtig für mich. Okay, hier ist nichts. Ich komme. Ja, jetzt gehen wir zum Fluchtweg. Aber wo ist der andere Dude? Oder wart ihr zu zweit? Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Ist das, um es dem Terrorismus in die Schuhe zu schieben? Haben sie es deswegen selber gemacht? Oder haben sie noch andere Pläne?
Hoch, wer weiß es nicht. Vielleicht finden wir die Pläne von der Shindra Corporation noch heraus, doch erstmal sind wir aus dem Schneider, wir sind rausgekommen, sind jetzt nun in Sektor 8 angekommen und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ciao!